Nicht gerade mit einem Paukenschlag sind die Viktoria aus Aschaffenburg und der TSV Buchbach in die neue Saison gestartet. Doch auch wenn es für beide Teams zum Auftakt jeweils nur zu einer Nullnummer reichte, konnten die beiden neuen Trainer Simon Goldhammer auf heimischer Seite und Buchbachs Alex Käs mit ihren Debüts durchaus zufrieden sein. Den Punktgewinn vom ersten Spieltag zu vergolden, heißt es also vor 864 Zuschauern am Schönbusch, und die sahen von Beginn an eine sehr engagierte Heimelf, die sofort das Heft in die Hand nahm und sich auch gleich für die gute Anfangsphase belohnte. Einen Freistoß befördert Hamza Butakrit mit dem Außenriss über die Linie zum 1:0 nach nur 4 Minuten. Die frühe Führung gab den Hausherren die nötige Sicherheit, das Geschehen in der Folge ziemlich einseitig. Die Hausherren sehr präsent und aktiv und mit einigen Abschlüssen, denen jedoch sowohl Präzision als auch Power fehlten. Buchbach, das ähnlich wie beim 0:0 gegen Ansbach zunächst auf defensive Stabilität bedacht war, brauchte fast eine halbe Stunde, um sich zum ersten Mal dem gegnerischen Tor anzunähern. Der Schuss von Sami Amari jedoch rechtzeitig geblockt. Das aber auch schon die einzige Offensivaktion des TSV in Abschnitt 1, ansonsten fast nur die Viktoria im Vorwärtsgang und meist mit schnellem Umschaltspiel wie hier über Lukas Sitter, der dann nur das Außennetz trifft. Überhaupt die Unterfranken sehr variabel, hier setzt sich Roberto Desch mal schön über links durch, doch seine Hereingabe kann Lars Kleiner unter Bedrängnis nicht verwerten. Dann die 38. Minute. Buchbachs Philipp Walter unterbindet zunächst einen Konter, ist aber mit dem Pfiff von Schiedsrichter Felix Grund überhaupt nicht einverstanden und sieht dann wegen Meckerns gelb-rot. Damit erweist der Routinier seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst. Die Oberbayern also mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl. So richtig anzumerken war das dem Spiel zunächst allerdings nicht. Aschaffenburg zwar weiterhin spielbestimmend, aber im letzten Drittel ohne die nötige Durchschlagskraft. Der TSV setzte dagegen nach dem Seitenwechsel vornehmlich auf Standards, so richtig gefährlich wurde es jedoch nicht. Dennoch Kompliment an die Gäste, die nun Morgenluft schnupperten und sich etwas mehr aus ihrem Schneckenhaus heraustrauten. Amari zielt hier nur knapp am Tor vorbei. Und auch defensiv hielt Buchbach mit viel Kampf dagegen und stemmte sich weiter erfolgreich gegen die anrennenden Gastgeber. Keeper Felix Junghahn konnte sich über zu wenig Beschäftigung sicherlich nicht beschweren. Dennoch schaffte es die Viktoria trotz klarer Überlegenheit nicht, die immer größer werdenden Räume mit einem Mann mehr auszunutzen und vergab eine Reihe von guten Kontermöglichkeiten teils kläglich. Erst in der 89. Minute sorgte der von Eintracht Frankfurt gekommene Kleiner mit dem 2:0 für die Erlösung. Mit seinem ersten Regionalligator macht der 18-Jährige den Deckel auf diese einseitige, aber lange offene Partie. Wir wussten, was auf uns zukommt, dass Buchbach mit Sicherheit ein ganz, ganz schwieriges Spiel wird, dass es sehr körperbetont wird, dass es sehr intensiv wird. Da haben wir uns drauf eingestellt. Aber ich kann der Mannschaft natürlich an der Stelle nur ein Riesenkompliment machen, was wir heute alles wieder wegverteidigt haben. Wir haben wieder die Null gehalten. Wir waren natürlich auch in Überzahl. Das spielt natürlich auch noch ein Stück weit in die Karten. Muss natürlich auch sagen, dass Buchbach nie aufgesteckt hat, eine wahnsinnige Moral in der Truppe hat und immer wieder alles versucht hat, immer wieder dran geglaubt hat. Wir hatten die eine oder andere Situation nach vorne, wo wir vielleicht früher den Deckel drauf machen können. Aber unterm Strich, glaube ich, ein verdienter Heimsieg, und bin natürlich sehr zufrieden, dass wir wieder die Null gehalten haben und unsere ersten Tore erzielt haben. Ich denke, es waren zwei Knackpunkte aus meiner Sicht im Spiel. Der erste Knackpunkt ist die Anfangsphase, ja, wo wir immer einen Schritt zu spät waren, die ersten 10 Minuten, wo aus meiner Sicht folgerichtig auch das Tor fällt. Und dann der zweite Knackpunkt ist natürlich die gelb-rote Karte für einen Philipp Walter, wo aus meiner Sicht dem Schiedsrichter jegliches Fingerspitzengefühl abgeht. Und ich bin mir auch sicher, wenn wir den Spirit von der zweiten Halbzeit beibehalten, dass wir dann nächste Woche in Schweinfurt uns in Form von Punkten belohnen. Aschaffenburg feiert also einen trotz langer Überzahl sehr mühevollen 2:0 Arbeitssieg. Bei beiden Teams steht somit nach 2 Spielen weiter die Null. Bei Aschaffenburg hinten, bei Buchbach vorne.